So. Ja, genau. Lass mal den Werdegang von dem Wasserturm haben. 1911 war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr. Der Siegeszug des Autos gewann immer mehr an Fahrt. Deutschland hatte noch einen Kaiser. Die Winzer freuten sich über einen Jahrhundertjahrgang. Das Luftschiff Schüttelanz trat von Mannheim-Rheinau seine erste Fahrt an. Und im benachbarten Seckenheim wird 1911 der Wasserturm in Betrieb genommen. Prächtig sieht er aus, trotz seiner 100 Jahre. Seine Geschichte ist spannend. Nachdem die Gemeinde Seckenheim zwischen 1909 und 1911 mit dem Wasserwerk in der Kloppenheimer Straße eine zentrale Versorgung aufgebaut hatte, errichtete man anschließend den sogenannten Hochbehälter für 60.000 Goldmark. Die Lokalpresse rühmt den Wasserturm als architektonisch schönstes Bauwerk Seckenheims und sogar als eine der schönsten seiner Art in der ganzen Umgebung. Bis 1956 war der Wasserturm im Einsatz. Danach führte das Symbol der Gemeinde Seckenheim ein Schattendasein und keiner wollte ihn haben. Da griff die Unternehmerfamilie Lochbühler aus Heimatverbundenheit zu und kaufte den Turm 1978. 11 Jahre später, zum 90. Geburtstag von Karl Lochbühler, wird der Wasserturm erstmals umgebaut, die größten Schäden repariert. Doch der Zahn der Zeit ernagt am schlichten Jugendstilbau. Letzte Rettung, Generalsanierung. Die beginnt im Herbst 2010 mit einem großen, tiefen Loch. Etwa 5 Meter graben Arbeiter und die Schaufeln der Bagger im Innern des Turms in den Boden. 330 Kubikmeter Erde heben sie aus. Hier im neuen Untergeschoss soll später unter anderem die gesamte modernisierte Technik unterkommen. Im Februar 2011 rollen die ersten Betonmischer an. Der Boden ist fertig. Und mit Stein auf Stein wird auch erstmals neuer Raum sichtbar. Der Panoramaaufzug mit Hydraulikantrieb, den die Familie Lochbühler während des ersten Umbaus installierte, hat ausgedient. Er wird ersetzt. Im März bekommt der Turm sowohl im Innern als auch außen ein Gerüst verpasst. Damit beginnt die eigentliche, gut einjährige Sanierungsphase. Inspektion in fast 40 Meter Höhe. Auch das Dach ist beschädigt, sollte aber aufgrund des Denkmalschutzes möglichst erhalten, ausgebessert und repariert werden. Überhaupt hat man bei der Sanierung besonders auf die Einhaltung historischer Vorgaben geachtet und sich auch auf die Erfahrung der Architekten und Ingenieure verlassen. Unterdessen gehen die Arbeiten am Wasserturm weiter. Alle Betonflächen und Pfeiler wurden abgestrahlt und komplett saniert. Im Innern investierten die Eigentümer besonders aufwendig, um brandschutzrechtliche Auflagen zu erfüllen. Dazu rüsteten sie den Turm mit Sicherheitsräumen, 9 Treppen, zusätzlichen Fluchtzonen und Brandmeldern nach. Sicherheit, dieser bedingungslose Anspruch, steht im Lochbühlerschen Aufzugsbau seit jeher an oberster Stelle. Im Juli wird der Wasserturm von seiner monatelangen Ummantelung befreit. Klar, dass er strahlt. Es geht aufwärts in Seckenheims Wahrzeichen. Was hier 2002 begann, soll mit dem Umbau vollendet werden. Europas einziges Aufzugsmuseum. Dafür wurde deutlich mehr Raum und mehr Platz für die Technik geschaffen. Mit einem moderneren, vergrößerten Panoramaaufzug, der aufgrund seiner speziellen Konstruktion sogar als erster Rettungsweg dient. Einer neuen Wasserstandsuhr, die in den Anfangsjahren mechanisch angetrieben den Wasserstand angab, aber vor allem mit 2 zusätzlichen Ebenen auf einer Höhe im Untergeschoss von 5 und 16 Metern. Damit verfügt das Museum künftig über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche.
Zudem erwarb die Familie das knapp 400 Quadratmeter große Außengelände, um es zu begrünen und teilweise für Ausstellungen zu nutzen. Schließlich bewahren die Lochmüllers ein gut bestücktes Firmen- und Familienarchiv. Mehr als 700 Exponate haben sie über Generationen zusammengetragen. So wird die fast 140-jährige Firmengeschichte der Lochmüllers von der Schmiede bis zum heutigen Aufzugsunternehmen bilderreich dokumentiert. Liebevoll restaurierte Zeitzeugen. Ganz bewusst soll das ungewöhnliche Jugendstilgebäude in Seckenheim die Bewerbung Mannheims als europäische Kulturhauptstadt unterstützen. Der Glatzkopf, wie die Seckenheimer ihren Turm auch gerne nennen, ist nicht nur ein Wasserturm, er ist heute ein kultureller Leuchtturm in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Welt verändert der Herr Odess, oder? Ja, im Ausdrucksbau hat sich doch viel getan, gell? Ja, leider. Kennt das noch einer Bauerhäuser der Jugend? Nee, ich bin keine Hexe, das ist ein Kippe. Genau. Ob es dann rauskommt, fotografieren. Ja, da gab es kein Fernseher, da gab es nichts, oder? Dann haben wir so Sachen gemacht. Waren, dieses Seil ging immer vor der Aufzugstür. Und dann hat man Kuhgemüse, die Stockwerksanzeige, die war auch in jeder Etage. Man sieht da, er steht in 3, der Aufzug. Und wenn ich dann in 4 war, dann muss ich aufdrücken, ich will immer 4.
oben und unten schalte ich hier über die Schnecke automatisch ab. Aber die Zwischenstockwerke, die muss ich selbst abbremsen. Wenn ich sehe, die Kugel ist in 3 oder in 2, dann kriege ich dagegen. Und wenn ich dann Pech habe, dann stehe ich halt immer wieder her. Dann muss ich den Sack oder was denn ist, rausheben oder rausziehen. So. Auf. Was Geräusche macht, ist halt, der Motor ist ziemlich, wir sind ziemlich geräuschlos, gell? Die Gier ist Antrieb da. So, wenn er schneller fährt, ist ja die Kugel geht dann nach oben. Achtung! Geht nach oben, dann lässt er aus, das Rad wird blockiert, die Fangverrichtung wird betätigt. So ungefähr. Das ist ideal. Soll das nochmal laufen? Soll es laufen noch einmal, oder? Ja. Das wäre besser. Das ist eine Erfindung. Die Treibscheibe ist sehr groß. Hier geht es zum Fahrkorb, über die Treibscheibe zum Gegengewicht, ohne Umlenkrolle. Aber ob es jetzt die Kugel sind oder hier ist die Feder, wenn der jetzt schneller wird, dann geht es nach vorne und hakt dann hier ein, oder? Das ist einfach sich noch ein neuerer Regler, aber seit heute, das war schon 20 Jahre. Und zwar geht es auch mit Fliehkraft. Wenn man die Schäler wird über das Viereck, dann kriegt die Kugel hier das Rädchen in den Schlag und vorne die Nase hakt dann vorne ein, den Speckenregler. Die Steuerung ist so ein kleiner Unteraufzug, genau wie die Maschine da. Das gebaut wurde von der BSF, von Lehrlingen, über 10 Jahre. Und zwar aber alles in klein, oder? Wenn ich sehe, der Geschwindigkeitsbegrenzer, wie groß sie sind und wie er da ist. Die Treibscheibe, Bremsmagnete, die Kabine, die Türe. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, man sieht jetzt hier, ich mache die Tür auf, gebe Kommando. Und die Tür ist verriegelt. Die Tür geht auf. Sehr gut. Sagt er nichts mehr, gell? Fertig. Was schön gemacht, ja. Das könnte man heute nie mehr bauen. Also steht ja da, über 10 Jahre habe ich das gebaut. Dann hat die BSF gesagt, brauchen wir denn mehr? Wir brauchen keine Lehrlinge mehr, nichts mehr. Wir stellen alles um. Schade, ne? Und dann hat Bloch-Bühler mit BSF jahrelang zusammengearbeitet. Wir haben Lehrlinge von denen genommen.
Und dann für 4, 5 Jahre, sie heißen, nein, wir brauchen wieder unsere Lehrlinge. Die schöne Wahnsinnsarbeit ist alles Material. Ja, der Paternoster, der hat ja wieder Leute gefördert, die nochmal einen Aufzug. Ja.
In den Bürogebäuden war das Schönste, was es gibt. Wartezeit, ne? Keine Wartezeit, es werden die Hinwände in die Kabine rein und dann hoch nach 100. Und eben da war unser Großpaket hier aufmachen und muss nicht warten und gar nichts. Ne? Also, das kann man natürlich nicht für 20 Stockwerke machen, aber so 50 Stockwerke für unsere Freunde war das dann gegeben. Das sind ja heute, gerade Berlin und so, sind noch viele. Ja, wenn ich da.